Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rush Royale hier auf meinem Kanal. Vielen Dank schon mal für die vielen Kommentare, die ihr hinter dem letzten Rush Royale Video hinterlassen habt. Und ja, heute wollen wir versuchen, in Arena 11 aufzusteigen, in die Eliminierer Arena. 3000 Pokale braucht man, 2988 haben wir ja schon. Also ja, das heißt, nur noch 12 Pokale sind wir entfernt hier. Deswegen würde ich sagen, wir starten hier gleich mal in einen Kampf. Das hier ist mein Deck und ich würde sagen, los geht's hier rein. Und ja, schauen wir mal, ob wir das gleiche beim ersten Kampf schaffen. Seid ihr schon in Arena 11 oder in welcher Arena seid ihr? Schreibt mir das gerne mal rein in die Kommentare. Würde mich richtig interessieren, wie weit ihr hier bei Rush Royale schon seid. Ja, ich habe im letzten Video auch viel von Clans geredet. Gibt es momentan hier noch nicht. Aber ihr werdet es bestimmt erfahren, wann es den ersten Clan gibt und wann ihr alle beitreten könnt. So, hoffe mal, wir haben hier Glück mit den ganzen Karten, die wir hier ziehen. Ja. Und dann gut ausgeglichen. Ich setze ja immer sehr auf den Elektromagier und den dann etwas höher zu haben, damit der Kettenblitz gut reinhaut. So, haben wir wenigstens schon mal auf Stufe 2. Frost finde ich ja braucht man, ja, wenn man einen am Feld hat, ist es schon, reicht es dann auch. Ich sage mal so. Aber ja, gut, so. Den mal upgraden. Dann könnten wir auch mal so eine kleine Puppe hier hinsetzen, damit die gar nicht erst aus dem Portal rauskommen. So, zwei Elektromages. Ab geht die Boss. So. Nice. Momentan sieht es ja gut aus. Aber ja, das kann sich oft ändern. Aber, so, was kommt als erstes? Chaos. Okay. Erster Boss, Chaos. Ja, wenn wir den Kampf gewinnen, dann wäre das ja easy gelaufen. Gegner struggelt schon etwas. So. Elektromage auf Level 3 wäre auf alle Fälle nice. Also Fusionsrang 3. Damit der Kettenblitz noch länger ist. So. Oh yes, noch ein Elektromage. So, sollen wir den. Soll ich den verbinden mit einem anderen? Ich weiß ja nicht. So. Das ist ja immer so wirklich eine schwierige Geschichte. Nennen wir es mal so. Ich probiere es so mal. Oh yes, da haben wir den Level 3, ja. Jetzt auf alle Fälle aufleveln. Oh yes. Schauen wir mal, ob der Gegner schafft den auch locker. Ich schaffe den auch easy. Yes, da haben wir trotzdem noch Level 3. Nice. Gegner war sogar schneller. Okay, jetzt haben wir zwei Level 3er. Finde das Deck eigentlich gut, teilt gut Schaden aus. Durch Frost wird das Ganze auch etwas verlangsamt. Und durch die Verlangsamung ist dadurch mit dem Seuchentyp kann man da auch gut, hat man gute Crowd Control. Jetzt habe ich aber zwei davon. Elektromage vielleicht upgraden. Bevor ich hier noch mehr setze. Ja, machen wir gleich mal. Alle mal ableveln und beim Gegner sieht es schlecht aus. Komm. Wenn es bei ihm schlecht aussieht, ist für uns gut. So, jetzt hat er auch seine Spezialfähigkeit eingesetzt. Aber jetzt, yes, sind sie am Tor angekommen und so haben wir gewonnen, Leute. Und das heißt so viel, wir sind eigentlich jetzt in Arena 11 aufgestiegen. So, wir haben 1,1 Millionen Schaden gemacht. Richtig krass. Und ja, was bekommen wir? 25 Pokale, das reicht auf alle Fälle aus. 148 Münzen. So, weiter geht's und ja, ich würde sagen, da sind wir in der neuen Arena, in der Eliminierer-Arena und da haben wir auch einiges an neue Karten freigespielt. Die hat's, soviel ich weiß, noch nicht gegeben. Also alle drei Karten hat's, bevor ich
hier diese lange Pause eingelegt habe, nicht gegeben. Einmal den Katapult, eine epische Karte, steuert ein Projektil, das Feinde in der Umgebung betäubt. Habe ich beim Gegner schon mal gesehen, aber ja. Finde auch cool, dass es jetzt die ganzen Fraktionen gibt, hier zum Beispiel Fraktion Königliches Licht. Und dann gibt es auch noch zwei neue legendäre Karten. Der Beschwörer beschwört bei Fusionierungen eine zufällige Einheit auf eine freie Zelle. Der Rang der Einheit ist zufällig und reicht von 1 bis zur Fusionierung des Beschwörers. Okay, das hört sich nice an, macht sogar Schaden. Das hört sich nach einer sehr interessanten Karte an. Und Klingendänzerin. Geht ohne Tänzerin in der Nähe in den verbesserten Modus über und erhält einen Bonus auf die Angriffsgeschwindigkeit. Erhöht den Schaden für jede Tänzerin auf den Schlachtfeld. Okay, muss man spielen, um das mal hier gesehen zu haben, würde ich sagen. Und jo, ja. Eliminierer, Arena 11, sind wir aufgestiegen, aber der Trophäenpfad ist lang, Leute. Aber die Saison ist auch noch länger, 29 Tage. Mal schauen, wie weit wir es schaffen. Ich habe da noch nie raufgescrollt. Legende. 7000 Pokale. Okay, wir haben noch nicht mal die Hälfte davon. Das wird spannend. Das wird richtig, richtig spannend. Aber wenn wir es mal hier bis zu den Ligen schaffen, in dieser Saison, bin ich eigentlich schon recht happy. Ja, wie gesagt, Clans gibt's bald. Werde ich euch bald mal erstellen, damit ihr da reinkommt. Ich habe hier auch viele Angebote. Das ist mir zu teuer. Das ist mir auch zu teuer. Gibt es hier auch ein Angebot unter 59? Ja, das hier. Könnte man sich überlegen. Also Handy-Games, wie man hier sieht, sind richtig gut darin, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber, na gut, ist mal so. Hätte noch kein Handy-Game gefunden, das for free ist, wo man sagt, gar nicht mal so schlecht. Aber na gut, Leute. Unser Ziel war heute, in die Arena 11 aufzusteigen. Das haben wir ja souverän geschafft, würde ich mal sagen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut auf alle Fälle rein. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, in welcher Arena ihr momentan seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut auf alle Fälle rein. Ciao.